Ja, hallo, ihr Rallyes, willkommen im neuen Jahr, willkommen zurück zu Pokémon Gold. Na, wir sind hier immer noch dabei, ich kann es gar nicht glauben, das Projekt ist bald schon ein Jahr auf meinem Kanal, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Am 17. Februar 2014 ist dieses Projekt damals gestartet und jetzt sind wir schon bei, ja, wir sind vielleicht schon im Februar, wenn dieser Part hier kommt oder vielleicht noch gerade so am Ende Januar. Also ich hoffe es ja, dass ich das Projekt dann vor dem einjährigen Jubiläum durchbekomme und das wäre ganz gut. Und deswegen muss ich natürlich auch wieder hier mal zur Speed-Up-Taste greifen. Die ist hier etwas versteckt auf meiner Tastatur und jetzt habe ich die erstmal bereitgestellt. Moin. Ja, das macht nämlich keinen Spaß mehr, das Spiel. Das hatten wir ja schon geklärt. Aber ein Projekt jetzt so enden zu lassen wie... also jetzt hier mittendrin enden zu lassen, das wäre ja auch nicht das Richtige. Das wollen wir ja auch nicht. Yo. Wir sind hier auf dieser komischen Route stehen geblieben, die zwischen Fuchsania City und... Lavandia ist, meine ich, ja genau, und müssen da halt einfach noch ein bisschen rallen. Meiner Meinung nach ist Strom das Wichtigste in unserem Leben. Wenn dem nicht so wäre, hätten die Leute nicht so einen Aufstand fabriziert, als das Kraftwerk außer Betrieb war. Aha. Wie sieht's denn mit den Leveln aus? Raloppa muss eigentlich noch ein Level hoch, ne? Ist klar. Wir machen das einfach jetzt mal ganz schnell. Ich will nämlich eigentlich zur Arena und ich dachte, ich hätte vor den Ferien noch die Arena erreicht, also vor den Ferien im Vorjahr, als ich da gespielt habe. Moin! Ich bin der jüngere Bruder des Profi-Anglers. Wie ich sehe, macht dir Angeln Spaß. Darüber gibt's keinen Zweifel. Na, das stimmt doch, oder? Ja, klar. Jawohl, genau wie ich dachte. Hier, Angelfreak, nimm dies, die Superangel. Ja, geil. Moin, ja, einmal Superangeln darf man ja. Wirf sie aus und angle, wo immer es Wasser gibt. Denk daran, du kannst mit verschiedenen Angeln auch verschiedene Pokémon fangen. Way! Ja, dann machen wir das doch mal. Gucken wir einfach mal, was sich hier angeln lässt. Ja, ich hatte nämlich noch einen Part vor meiner Abwesenheit hier aufgenommen, aber ich erinnere mich jetzt auch wieder daran, dass da mein Sound nicht aufgenommen wurde. Aber ich meine, das war auch jetzt kein Part, der besonders spannend war. Ich habe da, glaube ich, nur ein bisschen an dieser Route rumgedackelt. Und naja, dann machen wir das halt nochmal. Macht's für mich nicht unbedingt begeisternder, aber ihr habt jetzt auch nichts verpasst. Ach so, den kennen wir ja schon, den hatten wir schon mal. Aber gut, dann wissen wir immerhin, dass es offenbar hier nichts Interessantes zu angeln gibt, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, hier 100 Mal die Angel auszuwerfen. Mein Team ist eh fertig. Moin, du bist glücklich, ja, Adrian, das freut mich. Erzähl mir doch lieber was anderes. Ich bin jetzt kurz davor, also kurz vor Semesterende. Das ist doch grandios, das freut uns doch alle. Bald ist das Semester endlich vorbei. Ist auch langsam lang genug gewesen. Aber für mich ist es dieses Jahr so, dass wenn jetzt das Semester vorbei ist, dann geht eigentlich der Stress erst richtig los, weil ich leider dieses Mal nicht wirklich viel Ferien habe. Route 12, Norden Lavandia. Okay. Gehen wir nach Norden oder gehen wir nach Westen? Ich glaube, hier oben waren wir schon, oder? Mal ganz kurz nachgucken. Haben wir hier schon die Trainer gefletscht? Hatten wir schon Kontakt mit dir? Nee. Okay. Ja, ich habe diesmal nicht wirklich Semesterferien, weil ich circa alle 2 Wochen noch eine Klausur schreibe. Und dummerweise natürlich auch gerade die schweren in dieser Zeit, also sowas wie das Graecum. Moin. Ich bin zu ungeduldig für das Angeln, tja. Und ich für dieses Spiel. Das Graecum zum Beispiel, das ich ja mache, das ist, jetzt dann in den Semesterferien fällig. Oder auch, die Mathe-Klausuren und die einfachen Philosophie-Klausuren, die ich jetzt eigentlich... gerne in den Ferien hätte haben können, sodass ich da mich eigentlich nicht drauf vorbereiten muss. Ach Gott, ihr müsst auch noch gefletscht werden. Ach Gott, es wird ja immer schlimmer. Muss ich das alles machen? Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass ich nicht jeden Trainer fletschen muss? Ich glaube schon, ne? Das macht nämlich weder mir noch euch Spaß. Also lassen wir den Scheiß einfach. Genau. Ja, also die einfachen Klausuren leider nicht. Aber gut, was willst du machen? Da muss ich halt in den Ferien viel lernen. Es hat auch den Vorteil natürlich, dass man da wirklich die Zeit hat, was für die Uni zu machen. Aber der Nachteil, den man nicht vernachlässigen darf, ist, dass das hier voll der Arsch ist. Der Werner. Werner. Nee, der Nachteil ist natürlich, dass ich dadurch eben nicht wirklich verreisen kann. Aber vielleicht ist das für euch auch ganz cool, weil es heißt, dass ich sehr viel Zeit hier in Bochum verbringe. Und natürlich werde ich trotzdem nicht 25 Stunden am Tag... studieren, aber ich werde eben nicht mehrere Tage weg sein und von daher kann ich mir auch mal ein paar Stunden fürs Aufnehmen immer wieder verwenden. Also ist das doch für uns alle cool. Ach, hier ist noch ein Relaxo, deswegen war ich hier noch nicht. Das heißt, hier konnte ich bisher noch gar nicht hin. Will ich jetzt hier lang? Ach doch, klar, hier hätte ich schon hingekonnt. Man kann ja mal kurz gucken, was für wilde Pokémon es hier gibt. Oh ja, Carpador, super Sache. Super Sache, aber wirklich. Was meinst du? Ach ja, Gott, dann machen wir die halt doch noch schnell platt. Das einmal getan zu haben, das schadet ja nicht.
Wir könnten auch eigentlich, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, mal ganz kurz nach Orania City fliegen. Und dann hätten wir das so ein bisschen einfacher, weil dann könnten wir einmal heilen und durch dieses Relaxo, das könnten wir dann sowieso fletschen. Und dann könnten wir direkt zur Dicta-Höhle gehen. Ne? Das müssen wir, da müssen wir eigentlich langfristig hin. Naja, das sind jedenfalls so meine Ferienplanung. Eigentlich wollte ich ganz gerne auch noch eine kleine Woche verreisen mit meiner Freundin. Da müssen wir mal schauen, ob wir das auch noch hinkriegen. Aber wenn das, selbst wenn das passiert... Hallo, spiel mal die Pokeflöte, verdammte Axt. Selbst wenn das geschieht, dann wird das euch fast gar nicht betreffen. Kann ich euch versprechen. Da, Pokeflöte. So. Ja, also ich werde nicht weniger aufnehmen, als ich es bisher ohnehin schon getan habe. Ein Level 50er Relaxo. Ich meine, ich habe schon Relaxo mal gefangen. Oh Gott, das kann sich jetzt nur um Stunden handeln, ne? Was ich bis heute nicht verstanden habe, ist, warum der nicht einfach um das Relaxo drumherum geht. Oh Gott, das kann sich wirklich nur um Stunden handeln. Haben wir nicht irgendwie eine Kampfattacke gehabt? Ja klar, Karlsberg, komm. Karlsberg kann das doch rocken. Der hat doch Wuchtschlag. Bam. Und noch Schlitzen und gut ist. Nein! Da, Verwirrung hat's gerockt. Gut, Problem gelöst. Gab's hier jetzt noch irgendwas? Nur noch dieses Carpador, das ist ja nicht weiter spannend. Gab's hier noch irgendwie einen Trainer, den ich jetzt noch machen wollte? Ach, Taubos. Ja, irgendwie die Pokémon sind auch, obwohl man jetzt in einem ganz neuen Gebiet ist, nicht wirklich anders, ne? Na egal, wir können ja jetzt mal hier gucken, was in der Dicta-Höhle ist. Für Dicta und Dictri. Vielleicht ist das ja eines davon ja ganz cool. Schauen wir mal. Ich glaube, hier gibt es immer Dicta und Dictri in dieser Höhle. Hallo, hallo, hallo? Oder auch gar nichts, was soll das denn? Hallo? Ich habe ja keinen Schutz oder so geschmissen, ich bin doch nicht blöd. Ein, wow! Ein Mashomai. Ich habe keinen Trugschlag. Warte mal, habe ich Captain Moin dabei? Ja, doch, Captain Moin kann das machen. Hier. Sehr schön, dann können wir den fangen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie wichtig es ist, dieses Mashomai zu fangen, aber... Hallo? Weißt du was? Köderball? Und wenn das nicht klappt, dann kriegst du auf die Fresse. Bah! Was ist das eigentlich für eine Logik? Pokémon an der Angel. Ja, jetzt sieht dieses Mashomai irgendwie aus, als wäre es eine Angel. Nö. Mashomai ist ein Kraftprotz. 1,60 Meter, 60 groß, 130 Kilo schwer. Benutzt seine vier Arme, um seinen Gegner mit Schlägen aus allen Winkeln einzudecken. Möchtest du Mashomai einen Spitznamen geben? Ja, pff, was ist das? Weiblich? Oh Gott, eine weibliche Schlägerin. Eine weibliche Schlägerin. Ich hätte jetzt bei Männern, da fällt einem ja viel ein. Ne? Männer sind ja immer so ein bisschen rabiat unterwegs, gerne mal. Ach, so eine weibliche Schlägerin, da können wir doch mal hier... Warte mal, passt das? Mal ein bisschen Kampf. Das passt perfekt. Oh Mann. Ja, ja. Die Kampflesbe ist das. Geil. Nee, nicht geil. Oh, Bill. Was ist los? Was willst du? Hi, Ficken, ich bin's, Bill. Danke, dass du das Lagerungssystem benutzt. Das letzte Pokémon, das du geschickt hast, hat deine Box voll gemacht. Boah. Kampflesbe scheißt mir erstmal in den PC, ist doch wieder schlimm. Ja, ja, ich ändere die Box dann. Ich wollte das sowieso dann jetzt machen, weil jetzt hatte ich eigentlich keine Lust hier noch mich weiter in Dictas Höhle umzutreiben. Wobei es eigentlich auch interessant wäre zu wissen, dass Dictri da oder was Dicta jeweils hat, aber eigentlich ist es mir auch egal. Ich will ja nur die Arenen jetzt machen. Carbon kann ich aber nicht tragen, geil. Was mit dir? Ah, ich bin froh, dich zu sehen. Mich hat schon lange Zeit niemand mehr besucht. Ich bin überglücklich, das hier ist für dich. Ein Nugget. Oh, das können wir direkt verkaufen und uns das Carbon dafür krallen. Nicht, dass wir das in irgendeiner Weise bräuchten, aber schaden kann es auch nicht. Speed-Up-Beschwerden gibt es übrigens nicht. Gab es von euch nicht und wird es auch nicht geben. Und wenn doch, dann wird dieser Nutzer aus meinen Abonnenten entfernt. Denn ich habe euch ja bereits alles in diesem Zusammenhang gesagt. Also ist das jetzt einfach so. Wenn ich mir nochmal den Tobi vorbeiholen will, dann könnte man das vielleicht nochmal so ein bisschen lustiger gestalten hier, das Ganze. Aber so ist es jetzt einfach nur noch ein, ich drücke das irgendwie durch. Ein Nidorino auf Level 3, supergeil. Sonst noch irgendwas Interessantes. Kangama auf Level 5. Pummelhof, nö, nichts Interessantes. Okay, dann gehen wir mal in die Stadt Mamoria City. Way! Und alle so, yeah. Willkommen in Mamoria City. Ja, danke. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Schauen wir mal auf meinen Timer. Bisschen den schlau machen hier. Wir haben noch knapp 3 Minuten. Ach ja, locker, easy, luftig, ja geil.
Marmoria City, eine steingraue Stadt. Ja, guck mal, da kann ich sogar noch mein Fahrrad aufstellen, also mich auf das Fahrrad setzen und noch ein bisschen rallen. Hallo. Nachts spielen Pipis beim Mondberg, aber nicht in jeder Nacht. Okay, ist ja echt super. Und wie ist bei dir? Ich mag gerne ein Nickerchen, aber während das Radio läuft. Ja, diesem Radio, ja, diesem Pokémon-Radio ist das auch die beste Entscheidung, die man haben kann. Poké-Center, mal reingucken. Moin, alles normal? Die meisten Pokémon werden schläfrig, wenn Pummeluff singt. Manche Attacken kann man nur anwenden, wenn ein Pokémon schläft. Ja, klar. Hi, ich suche ein Pokémon. Wenn du ein Duflor hast, tauschst du es gegen meinen Galopper? Ich habe beides, ich will da eigentlich nicht tauschen. Weil, also wenn er jetzt was Gescheites hätte statt dem Galopper, gerne, aber so nicht. Ja, und die Pokémon-Arena auf der Zinnoberinsel ist verschwunden. Das finde ich merkwürdig. Ja, ich telefoniere. Lass mich in Ruhe. Ficken ist auch so ein richtig Dreisten. Der will einfach bei jedem Mädel landen. Ganz egal, ob es gerade am Telefon ist oder nicht. Aber was willst du machen? Irgendwie muss man sich ja reproduzieren. So, was steht hier? Hier ist eine Nachricht. Souvenirladen am Mondberg. Jetzt geöffnet. Ja, da gehen wir mal hin bei Gelegenheit. Oh, du bist den ganzen Weg von Johto bis hierher gekommen. Das weckt Erinnerungen. Als ich noch jung war, habe ich in Johto oft trainiert. Du erinnerst mich an mich. Selbst als junger Mann. Hier, ich möchte, dass du dieses Item, das ich in Johto fand, behältst. Oh, jetzt gibt's den Silberflügel. Der ist auch völlig random eingebaut, aber voll wichtig. Ab in die Basis-Items. Wenn ihr übrigens irgendwie so einen Knall hört, so wie den hier. War vielleicht manchmal ein bisschen leichter. Das ist mein Schuh, mit dem ich gerade rumspiele. Fragt mich nicht, warum ich das tue. Es gab mal einen komischen alten Mann, der Karpador verkaufte. Er sagte immer, die Karpadors im See des Zorns seien außergewöhnlich. Naja. Hey. Hi, mach doch Bekanntschaft mit meinem Garados. Ich habe es als Karpador aufgezogen. Kaum zu glauben, wie stark es geworden ist. So nennst du ihn also. Ich will dir was verticken. Drogen aus meinem Mantel. Lol. Soß. Saß. Schusch. Nuggets. 2 Stück. Gib mir meine Leber. Gib mir deine Leber. Gib mir mal einen Knäppo. Gib mir deine Leber. Okay, wohin jetzt? Ist hier noch irgendwas in dieser Stadt? Früher war ich doch immer noch so ein Wissen. War ich da jetzt gerade schon drin? Nö. Nidoran, schüttle. Ich lasse euch zweimal alleine. Viel Spaß. Ach, was gibt's hier? Ein Obstbaum, eine Minzbeere. Geil, Kommune Minz war hier. Und was gibt's da vorne noch? Eine Eisbeere. Eisbeere, Scheißbeere. Beutel ist voll, toll. Hier ist eine Nachricht. Marmorias Museum der Wissenschaft ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Oh, toll. Habt ihr wieder toll gemacht hier. Kaum kommt der Skala vorbei, ist zu. Warst du schon in der Pokémon-Arena von Marmoria City? Der Leiter dort verwendet Gestein-Pokémon. Ach, das glaube ich eher weniger. Hier oben ist auch nichts mehr. Ja, dann könnten wir jetzt eigentlich in die Arena gehen. Mal schauen, ob da jetzt bessere Bevölkerungsdichte ist als im ersten Spiel. Nö, da sind immer noch nur 2 Leute offenbar. Na, dann lassen wir das. Hey, ein Champion Spee. Das ist cool. Kämpfst du gegen die Arenaleiter in Kanto? Sie sind stark und ambitioniert, wie die Arenaleiter in Johto. Ja, klasse. Nö, dann klemmen wir uns die Arena mal noch. Wir können ja mal noch kurz Richtung Mondberg glupschen. Ich weiß nicht, ob da jetzt wieder zahlreiche Trainer unterwegs sind. Gucken wir mal. Was ist hier unten? Ist da einer? Nö, hier ist schon mal keiner. Das ist gut. Hier oben? Na, einer. Na gut, einen können wir erstmal noch fletschen. Das ist gar kein Thema. Das war einfach. Sind hier noch mehr? Oh, nö. Ja, dann machen wir das beim nächsten Mal. Aber ich werde jetzt noch kurz zum Poké-Center gehen. Nee, ich lasse das. Ich lasse es erstmal so. Alles cool. Wenn euch das Video irgendwie gefallen hat, seid ihr vollkommen verrückt. Aber schaltet dann auch bitte beim nächsten Mal wieder ein und so. Klicks sind schön. Danke euch allen fürs Zuschauen. Ihr seid so verrückt und bekloppt, dass ihr das noch sehen wollt. Aber ich habe ja immer noch konstant 30 Klicks auf diesen Videos, was ich gar nicht verstehen kann. Ich würde es mir nicht anschauen, wenn ich ihr wäre. Ihr seid blöd. Aber irgendwie auch cool. Also eigentlich mehr cool als blöd. Also ich mag euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Scully der Rally.